Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereny und ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Dranbleiben! Naja, so schlimm ist es nicht. Also alle Tassen habe ich, aber eigentlich keinen Schrank mehr. Ich habe herausgefunden, dass Regale eines gewissen schwedischen Möbelriesen kürzere Lebensdauer haben als manche Tomaten, die ich in meinem Kühlschrank lagere, was ein bisschen beängstigend sein könnte. Okay, also wenn die Tomaten länger halten als die Regale, das soll aber heute nicht das Thema sein, sondern das Thema sollen die Lieferschwierigkeiten im Bezug auf die große Krise sein. Vielleicht hast du es gelesen. Schwedischer Möbelriese hat Lieferschwierigkeiten. Es gibt keine Regale mehr, es wird empfohlen, zuerst online zu schauen, habe ich das Produkt überhaupt lagernd und kriegst du überhaupt was? Und wenn man so schlau ist wie ich und natürlich genau während einer Holz- und Regalkrise dann noch die Lebensdauer eines Regals überprüft, sodass es dann mal einen Mordskracher macht und man ein neues Regal benötigt. Und dann steht man in einem Möbelhaus und findet nichts mehr, außer ein paar so Blechregale. Also ich teile jetzt das, was ich auf ein großes Regal sonst gebracht hätte, auf drei so windige Regale auf. Was soll ich machen? Hauptsache Ordnung ist wieder und man findet eine Lösung. Aber die Frage ist doch, und das ist ja das Interessante, was macht man eigentlich in einer Konsumgesellschaft, wenn es nichts mehr zu konsumieren gibt? Also was wird dann aus uns tollen Konsummenschen, wenn das wegfällt, wenn um Gottes Willen man unbedingt ein Regal braucht und man kriegt keines mehr? Was passiert denn dann? Und dieses Was wäre wenn ist ja immer so ein Spiel mit den Ängsten. Kauf dir das jetzt ein, lagere was ein und dann bist du vielleicht sicherer. Der Punkt ist halt eigentlich wirklich der, dass da oft so das Vertrauen fehlt, also das Urvertrauen fehlt. Und natürlich, wenn ich etwas kaufen möchte und ich bekomme es nicht, ist das zwar ärgerlich und frustrierend, das verstehe ich, geht mir genauso, aber man findet meistens eine andere Lösung. Das heißt, mir ist das schon ganz oft passiert und vielleicht kennst du das auch. Ich brauche, keine Ahnung, nehmen wir ein Regal her und ein Freund hat dann zufällig eines stehen, was ich nirgends mehr bekommen habe. Oder du brauchst mal ein Auto und deins ist in der Werkstatt und du kriegst irgendwo schnell einen Ersatz her. Das heißt, es gibt meistens Möglichkeiten und das Leben fließt auch. Das heißt, du kriegst immer alles, was du so benötigst, und man muss da so ein bisschen im Fluss des Lebens vertrauen. Und dazu würde ich dich hier einladen. Das finde ich immer ganz wichtig. Vertrau bitte diesem Lebensfluss. Und dem Lebensfluss kannst du nur dann vertrauen, wenn du nicht im Außen bist. Das heißt, wenn ich lese, Lieferschwierigkeiten, Krise kommt, Hyperinflation kommt, egal was auch immer daherkommen mag. Die Nachrichten sind vor 100 Jahren genau dasselbe gewesen wie heute und die Menschen gibt es immer noch. Das heißt, das Vertrauen soll von innen kommen. Und deshalb finde ich ja eben Meditationen, Arbeit mit energetischen Wirklichkeiten ganz, ganz wichtig. Und lass dich bitte nicht verwirren, dass es dann heißt, ja, Energetik sind ja dann alles Verschwörungstheoretiker oder irgendwelche Schwurbler, die irgendwas Unsichtbares dann nach außen projizieren, denn das ist auch Teil der äußeren Welt. Das heißt, du bist schon wieder im Außen und nicht im Innen. Egal mit was du dich beschäftigst, sobald du im Außen ankämpfst, was es außen gibt, irgendwelche Verpflichtungen, neuen Gesetze oder Regeln, dann bist du nicht bei dir. Und wenn du aber bei dir bleibst, dann bist du unangreifbar, dann bist du unerschütterlich. Denn die Welt außen hat schon immer gebrannt und es hat schon immer irgendwelche Schwierigkeiten gegeben und wir haben überlebt. Der Mensch hat überlebt und wir werden auch jetzt weiterkommen und es jetzt schaffen. Wichtig ist nur, bleib bitte bei dir. Spür die Energie in deinem Inneren. Erkenne immer, was ist außerhalb von dir, was ist innen, drinnen. Und dann schaffst du das. Naja, und wenn du da Hilfe brauchst, wenn du da Impulse brauchst, check einfach mal meine Kurse, meine Seminare, die kommen jetzt bald mal fürs neue Jahr wieder online.
Ich weiß jetzt, am 21. November habe ich auf jeden Fall ein inneres Kind-Seminar, das live stattfindet. Auf das freue ich mich. Das ist jetzt das erste Seminar, das seit, ich glaube, über einem Jahr live stattfindet. Also wirklich cool. Und ja, ich werde jetzt dann dieses tolle Blechregal einräumen, das hoffentlich länger hält als die Tomaten in meinem Kühlschrank. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles Gute. Dein Oliver Erni, medialer Energetiker. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und bis bald. Bleib bei dir. Ciao.